Ich bin Commander Rylan. Entschuldigt meine Eile, aber ich fürchte, ich muss euch um Hilfe bei einem Notfall bitten. Irgendetwas hetzt die Dschungelbestien auf, was das Reisen zwischen hier und Car City äußerst gefährlich macht. Einige Leute, die zu Fuß unterwegs waren, sind verschwunden. Es wurde sogar berichtet, dass die Dschungelbestien Gleiter angegriffen haben. Die Galaxis ist ein grausamer Ort. Einer der angegriffenen Gleiter gehörte einem Admiral. Sie wurde zum Glück nicht schwer verletzt. Aber die Situation erfordert sofortiges Handeln. Ich habe 2 Kommandoteams losgeschickt, um die Dschungelbestien zu erledigen. Doch sie kamen nie zurück. Einer der Anführer konnte noch einen Holonotruf abschicken. Ich zeige ihn euch. Wiederhole! Landefeuer strahlen irgendeine Art Energie aus. Die Energiestöße machen die Bestien verrückt. Komme nicht nahe genug ran, um die Energie umzuleiten. Habe Team verloren. Bestien kommen näher. Brauche Hilfe! Die Sensoren bestätigen ungewöhnliche Energiemessungen im Dschungel. Die Landefeuer des Raumhafens scheinen der Grund zu sein. Wie können Landefeuer die Kreaturen beeinflussen? Wenn die Energiesignatur eines Landefeuers verändert wurde, könnte die Schallfrequenz extreme Auswirkungen auf die Nervensysteme der Kreaturen haben. Ich wage kaum zu fragen, aber wenn ihr die Energie dieser Landefeuer umleiten könntet, wäre euch das Imperium äußerst dankbar. Ich beobachte euren Fortschritt von hier aus. Kehrt zurück, wenn ihr fertig seid. Viel Glück! Die Raubtiere da draußen sind wild. Warum blockiert ihr diese Straße, Soldat? Als den Gleitern die Starterlaubnis verweigert wurde, haben sich einige Leute tiefer in den Dschungel gewagt, um zu Fuß nach Car City zu gelangen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben, darunter auch ein paar hohe Tiere. Captain Tolto hat uns befohlen, die Leute draußen zu halten und nachzusehen, was sich da herumtreibt. Schön zu sehen, dass das Imperium seine Bürger beschützt. Ja, einige Aufträge sind definitiv besser als andere. Wir konnten ein paar Datenmessungen und sogar ein paar Holos machen. Große, fiese Viecher da draußen. Nichts, womit man sich anlegen wollte. Unser Boot hat leider ein Bein bei der Sache verloren. Wenn ihr zum Raumhafen unterwegs seid, könntet ihr dann Captain Tolto die Beobachtungsdisks übergeben? Ich kann und ich werde. Weiter so, Männer. Danke. Eine Sekunde eurer Zeit, bitte. Beobachter 20, Imperialer Geheimdienst. Das ist ganz sicher eine Verwechslung. Ich bin mir sicher. Unsere Daten sind sehr genau. Ihr seid neu auf Drom und Kars. Das ist eine einmalige Gelegenheit und das Zeitfenster dafür ist sehr klein. Ihr müsst einen Mann treffen. Geht, wohin er sagt und tut, was er verlangt. Es ist nicht gefährlich, aber ihr dürft ihn nicht in Frage stellen. Ich spiele mit. Aber wenn das ein Hinterhalt ist, werde ich euch jagen. Natürlich, mein Lord. Der Mann heißt Manda und er ist in einer Kantina. Sagt ihm, dass euch der Lord des Kummers schickt. Viel Glück. Wir werden uns nicht mehr sprechen. 7 brutale, blutige Morde. 7. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators, werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Was soll ich dagegen tun? Ich bin nicht dazu geeignet, ihn zu konfrontieren, aber jemand muss es tun. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Klingt etwas weit hergeholt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe mich auf keinen Fall geirrt. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Dieser Fremdling hat sich in die Mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Rennigan. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn außerplanetarischer Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen. Sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufriedenheit im brodelnden Groll und der Angst eurer Feinde.
dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Sichert euch jetzt eine Festung. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Würdet ihr wohl zur Seite treten? Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Rennigan? Na toll. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsin gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Ihr wolltet nicht wissen, wozu ihr irgendwelche Leute markieren solltet? Ich bekam Anweisungen und keine Erklärungen. Damals hörte es sich harmlos an. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Auftraggeber diese Leute töten würden. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis sich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport. Das riecht geradezu nach Fiasko. Früher oder später wird jemand Zeuge eines dieser Morde werden. Und dann will ich nicht dabei sein. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Ich brauche Hilfe. Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse? Ich kann für nichts garantieren. Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf 2 Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Ich schätze, eure Auftraggeber müssen sich eine neue Freizeitbeschäftigung suchen. In Ordnung. Ich habe einen Plan, der so gut ist, dass sich niemand Sorgen machen muss. Ihr nehmt das und markiert damit die Sith-Akolyten in der ganzen Stadt. Die Akolyten werden die neuen Ziele meiner Auftraggeber. Keine Sorge. Ich werde sicher gehen, dass sie überleben. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid und ich bezahle euch. Also, ich habe nachgedacht. Vielleicht wollt ihr ja dieses Schockhalsband abnehmen? Ihr wisst schon, als Zeichen der Dankbarkeit für meine harte Arbeit auf Korriban? Nicht, dass ich die ewig schwelende Angst vor einem Elektroschock nicht zu schätzen wüsste. Du hast es dir verdient, Vett. Das bedeutet allerdings nicht die Freiheit. Wow. Jetzt fühle ich mich richtig dumm, weil ich nicht früher gefragt habe. Keine Sorge. Ich werde versuchen, euch keinen Grund zu liefern, mir das Ding wieder anzulegen. Ich erwarte, dass du mir weiter absolut loyal bleibst. Gut. Und was geschieht jetzt? Du wirst bei mir bleiben und mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Fantastisch. Ich bin froh, dass ihr euch öffnen konntet. Wir sollten uns in Zukunft öfter unterhalten. Manda, der Lord des Kummers schickt mich. Hört gut zu, ich kann es nur einmal sagen. Bei der Bank steht ein Chiss-Sicherheitsoffizier. Gebt ihm diesen Spielchip. Er wird euch dafür einen kleinen Gegenstand und weitere Anweisungen geben. Und jetzt geht unauffällig weg. Ich habe einen Spielchip für euch. Und ich habe ein Paket für euch. Öffnet es nicht. Am besten seht ihr es nicht mal an. Es gibt einen MK-Droiden. Ich zeige euch, wo ihr ihn findet. Dorthin müsst ihr das Paket bringen. Lang lebe der Imperator. Ich habe ein Paket für dich. Für mich? Wunderbar. Und ich habe dafür etwas für euch, um meinen Dank auszudrücken. Wenn wir die Republik jetzt nicht auf uns aufmerksam gemacht haben, dann passt sie einfach nicht auf. Imperium für immer. Nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Ich hoffe, sie amüsiert dich. Du hast dich mit der neuen Umgebung vertraut gemacht? Hat mein Scherge dir den richtigen Weg gewiesen? Sein Zeigefinger hat ein wenig gezittert. Eine Nebenerscheinung seiner fortwährenden Angst um sein Leben. Aber es hält ihn bei der Stange, wenn er seine trivialen Dienste erledigt. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven. Und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt. Ob Feind oder Verbündeter. Ihr könnt auf mein wohlbedachtes Urteil vertrauen, Meister. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Ihr habt erfolgreich den Jedi-Orden unterwandert? Ja,
Meine Agenten sind vollkommen unbekannt. Und genauso soll es auch bleiben. Ich beobachte den Feind und schwäche seinen Einfluss von innen, bereit zum Schlag. Du bist mein Vollstrecker. Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist Zeit, deinen Dienst anzutreten. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Car City, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Langlin dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Das ist meiner Talente unwürdig. Kann Commander Langlin sich nicht selbst darum kümmern? Langlin ist kompetent, doch ich wünsche es so. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns rechnen. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht. Die Bedeutung dieses Gefangenen kann nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Hey, Captain Ahnungslos. Oh, ich hab euch nicht eintreten sehen. Lord Barras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit erledigt. Ich glaube kaum, dass das notwendig ist. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Barras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. Überlasst das Grübeln, Lord Barras. In Ordnung. Wie ihr meint, bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Nicht so schnell! Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Das ist eine private Veranstaltung. Dann betrachtet sie als geplatzt. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen, Schade. Mir gehören. Ihr zwei kennt euch? Tumar zu kennen, bedeutet Tumar zu hassen. Gilt auch für dich, Slestak. Wenn du nicht fliehst, schlag ich zwei Steine mit einem Vogel. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Barras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Diese Herren wirken vernünftig. Wir werden mit ihnen reden. Tuma und seine Leute können das Wort vernünftig nicht mal buchstabieren. Ich buchstabiere nur ein Wort. Abmurksen. A-B-M-U-X-E-N. Ihr könnt es buchstabieren. Dann beweist, dass ihr es auch tun könnt. Ja, ich beweise, Sith. Jungs, zuerst Slestak, dann den Job. Na dann, ein Kampf um das Recht, den Landungstrupp auszurauben. Dauert nur eine Sekunde, Aufhetzer. Gut gemacht. Während Sie kämpfen, liefern meine Männer und ich den Gefangenen an Lord Barras aus. Danke, dass ihr uns Zeit verschafft habt.
Meine Kunden haben schon einen der Akolyten überfallen, die ihr markiert habt. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Sith anzugreifen ist ein schweres Verbrechen. Sogar für andere Sith. Ich habe den Behörden einen anonymen Hinweis gegeben, dass sie auf die Akolyten gut Acht geben sollen. Als meine Auftraggeber die markierten Sith angriffen, wurden sie verhaftet und hingerichtet. Die beste Arbeit, die ich seit langem gemacht habe. Diese Mörder waren keine wahren Sith. Sie haben den Tod verdient. Ich werde mich nicht beschweren. Mein vorlauter Freund hält sicher den Mund jetzt, wo die Auftragsmörder gefasst wurden. Das sollte uns das Leben erleichtern. Hier, nehmt die Credits. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Bis irgendwann. Lanklin hat mich von einem Hinterhalt am Frachthafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht, meine Träume zu durchkreuzen. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen lassen könnte. Dieser eingefrorene Mann ist ein Agent der Republik, der beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam. Einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang. Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Vielleicht war euer Spion doch nicht so unsichtbar. Erkühne dich nicht, mich über meine Angelegenheiten zu belehren. Darin liegt kein Gewinn. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Es drängt mich nach mehr Taten, also kommen wir zur Sache. Tja, kein Frieden für die Bösen, schätze ich. Gehe zuerst zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Ich nehme von Lakaien keine Befehle entgegen. Pritch versorgt dich lediglich mit Informationen, mein Schüler. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros-Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Dromund Kaas beenden. Willkommen in der Hauptstadt des Imperiums, mein Lord. Dieser gehorsame Ton gefällt mir. Ihr werdet mir hier sehr nützlich sein. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium. Aber eine günstige Gelegenheit für mich. Ich verabscheue dramatische Pausen. Ihr seid ungeduldig. Das ist gut. Es ist eine günstige Gelegenheit, die imperialen Methoden zur Zerschlagung von Aufständen zu verfeinern. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Das ist zutiefst verstörend. Auch das gefällt mir daran. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Ich bringe meinen Feinden den Tod lieber direkter. Meine Methoden gehen weit über die Länge eines Lichtschwertes hinaus. Erweitert euren Horizont. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt.
Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Was wollt ihr damit sagen, Sergeant? Mein Vorgesetzter schätzt eben Leute mit gewissen Talenten. Das ist alles. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet. Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Das war wirklich Pech. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche Verbündete. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Dieser Aufstand muss schnell und effektiv beendet werden. Deswegen müssen diese Abtrünnigen sterben. Wunderbar. Das ist für alle die beste Lösung. Naja, fast alle. Ich gebe euch die höchste Dosis Quelltoxin. Führt es in das Wasserfiltersystem des Sklavenlagers ein und geht dann wieder zu Lord Rawl. Endlich! Jemand, der auch in einer Krise einen kühlen Kopf bewahren kann. Aufständische Sklaven haben mein Team im Dschungel überfallen. Sie haben Waffen und Vorräte gestohlen. Und als ob das nicht genug wäre, haben sie auch Bauteile aus unseren Türmen geplündert. Ohne diese Komponenten baut sich in einem der Blitztürme eine gefährliche Menge an Energie auf. Er wird halb Kar City zerstören, wenn er explodiert. Wie lange dauert es, bis der Turm explodiert? Ich kann es nicht genau sagen. Wir sollten wenigstens genug Zeit haben, um die Katastrophe abzuwenden. Die meisten meiner Leute sind geflohen. Einige haben versucht, die Turmteile zurückzuholen, aber die Rebellen haben sie erledigt. Ich bin als Verstärkung zurückgekommen. Wir müssen die Komponenten wieder beschaffen, die Rebellen gestohlen haben, und diesen Blitzturm wieder ans Netz bringen. Wenn wir nicht bald handeln, wird es kritisch. Sehe ich aus, als ob ich sterben wollte? Wenn ich denken würde, dass wir keine Chance hätten, wäre ich schon lange fort. Versucht es wenigstens. Die Rebellen haben ihr Lager am Fluss aufgeschlagen. Schießt sie nieder, nehmt ihnen die gestohlenen Komponenten ab und baut sie wieder in den Turm ein. Wenn der Fluss sich vom Rebellenblut rot färbt, lasse ich einen Bonus springen.